Endlich ist es soweit. Wir können mit Episode 2 starten. Die trägt den schönen Namen Deep State und ist, wie du an meinem Charakter schon sehen kannst, die Splinter Cell Crossover Episode sozusagen. Und um die zu triggern, müssen wir jetzt zuallererst mal mit Holt sprechen. Toll, klappt ja gut. Was ist das denn? Was soll das? Ich habe keine Maus. Bis später. Bugs. So, nochmal. Geht's jetzt? Okay. Wie geht's dir? Ganz gut. Aber hör zu. Du musst dir etwas ansehen. Da drüben auf dem Tisch. Erkennst du ihn? Ja, sein Name ist Victor Kost. Black Ops alter Schule. Ich schätze, dass er für die CIA hier ist. Wenn er ein Spitzel ist, dann könnte er uns vielleicht helfen. Soweit ich weiß, hält er sich irgendwo in der Channels-Region auf. Du solltest da mit der Suche anfangen. Werde ich tun. Mal sehen, was ich herausfinde. Das war ein guter Fund. Schön, dass ich helfen kann. Obwohl ich angeschlagen bin. Alter Schwede, wie die Stimme von Nomad einfach gar nicht zu Briggs passt. Der Charakter passt einfach gar nicht zu der Stimme oder umgekehrt. Okay. Hättest du damit gerechnet? So, jetzt zuallererst Victor Kost Anwesen auf Aurora untersuchen. Das ist in der Region Channels. Wie du siehst, sind wir nicht mehr mit meinem Hauptaccount unterwegs, oder mit meinem Haupt-Safe-Game, sondern mit einem Safe-Game, bei dem ich diese Mission noch nicht gemacht habe. Deswegen ist hier auch fast noch nichts aufgedeckt. So, Channels. Wo haben wir Channels? Irgendwo unten, ne? Da. Da haben wir natürlich noch... Ah, doch, da haben wir einen Biwak. Und zwar südlich von Two Heads Island. Was ist denn Two Heads Island? Leviathan Island? Petrel Island? Two Heads Island? Also ist das... Hier ist der Hafen, aber... In der Regel. Achso, er ist im Channelshafen. Also genau da müssen wir dann hängen. Da können wir zu diesem Biwak hier reisen. Ja, ich bin gespannt, wie das klappt. Los geht's. Genau, los geht's. Die Teamkameraden habe ich auch ein bisschen angepasst. Hier, Fixit und Vassili sind beide ein bisschen dunkel getarnt. Und Fury ist Krimstottier. So, erstmal checken, welche Richtung. Also diese hier ungefähr. Dann laufen wir mal los. Hier habe ich leider auch den grünen Laser noch nicht. Aber gut. Wir kommen schon klar. Wir kommen auf jeden Fall schon klar. Haben wir den Hafen hier schon? Ich höre Wolves. Okay. Da ist er auch schon, der Hafen. Dann suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen hier. Und scouten mal ein bisschen das Gebiet. Da ist wohl Victor Kost. Schauen wir mal mit der Drohne. Da kommen wir ein bisschen näher ran. Nun ja, Sir, ich glaube nicht, dass wir ein Ziel wären. Bei der Fälle. Ich habe genug gehört. Gehen Sie einfach wieder an die Arbeit. Okay. Was sollen wir tun? Mit Victor Kost reden. Alles klar. Dann schleichen wir uns mal rein. Haben wir hier einen Sniper? Negativ, kein Sniper. Hier haben wir einige Wachen. Ich sehe aber generell keinen Sniper, das ist schon mal gut.
Heißt, wir könnten easy reinkommen. Wenn wir nicht vorher entdeckt werden, natürlich. Dann müssen wir uns den Weg freischießen. Oh. Ups. Ich vergaß. Mit dem Safe Game hier bin ich noch gar nicht ganz gelevelt. Der hat noch nicht so viel Ausdauer. So, Victor Cost bleibt wohl da oben stehen. Okay, im mittleren Bereich scheint niemand zu sein. Fury, ich könnte mal gerade deinen Impuls gebrauchen. Soll ich es riskieren? Riskier es. Oh mein Gott, ich hasse offenes Feld. Jeder, der mit mir schon mal ein Battle Royale gespielt hat, wird widersprechen. Ich bin Spezialist da drin, mitten auf dem offenen Feld stehen zu bleiben. Sie müssen Nomad sein. Genau, ich weiß Ihre Diskretion zu schätzen. Das Letzte, was wir brauchen, ist Aufmerksamkeit. Dann wollen wir uns mal unterhalten, was? Ja, es wäre schön, wenn du mich dabei anguckst. Was machen Sie hier? Warum arbeiten Sie mit Sentinel? Und verarschen Sie mich nicht. Ich weiß alles über Sie. Oh. Und was genau glauben Sie zu wissen? Ich weiß, Sie sind nicht nur wegen Sentinel hier. Also, was wollen Sie noch? Ich bin auch hier, um einem alten Freund zu helfen. Soweit ich weiß, kennen Sie sich bereits. Aus Bolivien. Sie meinen... Vielleicht reden Sie lieber direkt mit unserem gemeinsamen Freund. Ich bin nur hier, um zu helfen. Die pikanten Details kann er Ihnen verraten. Ich kriege keine Verbindung außerhalb von Aurora, aber auf der Insel funktioniert es. Damit können Sie Kontakt zu ihm aufnehmen. Es verrät Ihnen seine letzte Position. Danke für die Information. Und jetzt gehen Sie. Wenn wir gesehen werden, ist die ganze Operation gefährdet. So, so, auf Geheimmission ist der gute Victor also. Müssen wir nur noch mal hier rauskommen, ohne entdeckt zu werden. Ich renne! Oh Gott. Ausruhen. Fury, was mit dir los? Ach, ich weiß, was mit der los ist, warum die keinen Impuls macht. In diesem Safe Game sind die KI-Kameraden ja auch noch nicht gelevelt. Glaube ich. Oder? Nein, die sind auch noch nicht gelevelt. Nun. Dann haben wir das Ganze eben etwas schwerer. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir kommen damit klar. Wie man gerade schon sehr eindrucksvoll gesehen hat. Das war sehr smooth. Sehr, sehr gut gelaufen. Keine Entdeckung, nichts. Perfekt. Wahrscheinlich werde ich jetzt auf dem letzten Meter noch entdeckt. Würde mich nicht wundern. Aber okay. Ja, nochmal kurz der Hinweis, falls du dich wunderst über meine Stimme. Ich bin immer noch ein wenig erkältet. Bin immer noch etwas angeschlagen. Aber... sehr stark auf dem Weg der Besserung. Zumindest muss ich nicht mehr so häufig husten, was mir Aufnahmen erlaubt. Dafür bin ich sehr dankbar. Wie weit muss ich denn aus dem Gebiet raus? Ich muss gar nicht aus dem Gebiet raus. Ich muss... Untersuchen Sie Sams letzte bekannte Position. Tja, das ist schlecht. Wie soll ich Sams letzte bekannte Position... Das ist keine Beschreibung. Es ist keine Beschreibung da. Was ist das? Muss ich vielleicht doch aus dem Gebiet raus, damit er mich anfunkt oder so?
Feuer auf mein Kommando. Bringe mich in Stellung. Mein Ziel erfassen. Brauche freie Schusslinie. Ziel erfasst. Bin bereit. Ich bin schussbereit. Prima. 3, 2, 1, Feuer. Alter! Wir waren erwischt. Rock'n'Roll. Jetzt haben die KI-Kameraden immerhin Rang 2. Können ein bisschen besser kämpfen. Ich nehme mir erstmal so ein Motorrad. Oh, Azrael. Das ist jetzt gerade ungünstig. Die habe ich vergessen zu deaktivieren. Ich bin versteckt. Ich bin eine Blume. Wir sind aber locker aus dem Radius raus. Wo müssen wir denn hin? Untersuchen Sie Sams letzte bekannte Position. Ja, ohne geführten Modus ist schön, ne? Ich glaube, ich muss den geführten Modus hier anmachen. Denn... so wird es nix. Habe ich das Motorrad verloren? Egal. Ich gehe mal nochmal zur Hauptstraße. Vielleicht funkt er uns ja an, wenn wir da auf der Hauptstraße entlang fahren. Ich meine, irgend sowas wäre da gewesen. Ist das hier die Hauptstraße? Ja. Alles sauber. Ich bin sehr erschöpft. Haben wir Wasser dabei? Das wäre ganz praktisch, glaube ich, gerade. Kein Wasser? Doch, da. Ich habe dem guten Briggs ein bisschen zu viel zugemutet. Wie er sich da rumschleppt. Trink so viel du kannst. Trink doch direkt so viel. Mein Gott, nicht immer nur einen Schluck. Ich bin überfragt. Wo wir hin sollen. Weißt du was, ich mache den geführten Modus jetzt an. Dann muss ich auch hier aktivieren, dass dieses Einsatzziel gezeigt wird. Wo ist das noch gleich? Das haben wir... Hartmarkierung, Einsatzziele hier. Da vorne hin. Auf der Karte sehen wir es nicht. Aber Hauptsache wir sehen es hier. So, wir brauchen nur ein Fahrzeug. Ach, guck mal da, was da kommt. Taxi! Unser Taxi ist da. Sehr schön. Alle einsteigen. Bitte. Prima. Machen wir ein bisschen Musik an. Nun, das war's schon. Weiter ist es nicht. Such nach Aufklärungsdaten. Jo, da sind Aufklärungsdaten. Oh, das sind die falschen Aufklärungsdaten, scheinbar. Oh, die kommen. Die kommen hier rein, die kommen hier hin. Das ist nicht so cool. Nicht so gut, gerade. Hier. Komm, untersuch ihn. Hier ist nichts. Keine Bewegung. Nein, gar nichts. Ein neuer Hinweis. Sam hat eine Schiffstankstelle der Navy ausspioniert. Der Ausweis eines Sentinel-Soldaten fehlt. Sam muss ihn gestohlen haben. Damit lässt sich offenbar der Bunker dieser Basis öffnen. Sam muss bereits drin sein. Alles klar. Absolut. Ja, verstanden.
drüben bewegt sich auch nichts. Hier ist alles ruhig. Alles ruhig. Niemand hier. So, diese Schiffstankstelle, die ist da drüben, 800 Meter. Meint ihr, wir kommen raus ohne Feindkontakt? Oh Gott. Murmurgebiet. Ich dachte, es wäre eine einzelne, so eine Wolf-Patrouille. Aber es ist scheinbar ein Murmurgebiet. Ich sehe sie aber nicht. Ich höre sie nur. 800 Meter. Ein Auto wäre schon cool gewesen. Aber dann laufe ich halt und dann sehen wir uns dort. Bis gleich. Matchwood, schön dich wiederzusehen. Früher war ich mal Matchwood, aber das ist ziemlich lange her. Jetzt bin ich Deep Blue. Alles klar, Deep Blue. Ich weiß nicht, was du auf Aurora zu suchen hast, aber ich kann dir helfen. Deine Hilfe ist immer willkommen. Was hältst du von diesem Drecksloch von einer Insel? Na, fast wie Bolivien, nur noch beschissener. Kannst du laut sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind wir auch schon. Da hat uns Sam bereits angefunkt. Es ist natürlich Tag, das ist nicht so cool. Da hinten ist jemand drin. Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Wie oft kann man daneben schießen? Nachtsicht ist da. Ich setze meine Nachtsicht drauf. Phänomenal. So, die nächsten Bedrohungen haben wir erledigt. Schleichen wir mal weiter. Hier ist nichts zu melden. Ja, bei mir ist auch alles ruhig. Absolut nichts. Oh, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Wir wissen ganz genau, dass hier draußen nichts ist. Ja, gar nichts. Hier ist gar nichts. Außer ich. So, ich denke, das waren alle. So, dann schauen wir mal. Ah, vielleicht noch ein bisschen Munition mitnehmen. Schadet nicht. Yo, Sam, ich bin hier. Sieht aus, als hättest du es noch drauf. Schön, dass du seit Bolivien nichts verlernt hast. Das gilt für uns beide. Wie lautet der Plan? Gib mir Deckung. Ich muss ein paar Daten beschaffen. Und was führt den berühmten Sam Fisher nach Aurora? Ich suche jemanden mit dem Decknamen Stratege. Er steht in Verbindung mit Entführungen auf der ganzen Welt. Alles Militärspezialisten. Wir wissen nicht, was er plant, nur dass er auf dieser Insel ist. Wenn ich ihn für den Kongress bringen kann, sollten sie eine Invasion Auroras autorisieren können. Und dann schicken sie endlich die Kavallerie. Genau. Aber erstmal gibt es nur uns. Sieh dir das mal an. Meides. Verdammter Mistkerl. Du bist einfach nicht totzukriegen. Im Gegensatz zu uns werden wir nicht verschwinden. Sentinel wird prüfen, wer sich Zugang verschafft hat. Also los. Nice, Meides lebt also noch. Die warten nur auf uns. Natürlich machen die das. Feindkontakt gemeldet! Rückkontakt! Und in den Arschgesicht! Ich hatte mit allem voll getroffen. Scheiße, ich rücke weiter vor! Ich werde dich umlegen! Wer schießt? Verdammt! Verdammt! Fixit steht einfach dumm da rum und macht nix. Ich geb denen jetzt den Feuerbefehl. Guck dir das an! Alles okay. Team, feuerfrei. Schießen! Schießen! Rock'n'Roll!
Mir nach. Ja, Moment, ich muss mich erst mal verarzten. Okay. Hier hin? Mir nach. Geh ans Geschütz. Ich bring uns hier raus. Jo, alles klar. Wird gemacht. Wo ist der Heli? Irgendwo vorne. Das war der Heli. Es regnet Menschen. Wow. Ohne Fadenkreuz so gut treffen. Nice. Noch ein Heli. Wahrscheinlich treffe ich jetzt nicht mehr, weil ich es gesagt habe. Wo ist der Heli? Ganz da hinten. Wenn der nicht beikommt, kann ich ihn nicht treffen. Das ist ja schon da. Nö. Da ist er. So. Oh oh. Ich hab so den dumpfen Verdacht. Oh, hallo. Jetzt treffe ich nicht mehr. Rausgefunden. Der Stratege hat ihn. Setzt ihn für sein besonderes Glück. Was hat beides mit diesem Projekt zu tun? Das ist unklar. Ich weiß nur, dass der Stratege an einer neuartigen Drohnenschwarmwaffe arbeitet. Alles, was mich interessiert, ist, dass wir Midas da rausholen. Ich helfe dir, aber für mich hat der Stratege keine Priorität. Hat das Geschütz schon immer so langsam geschossen? Ginge mir genauso, wenn es einer meiner Leute wäre. Ich bin der Meinung, das Geschütz hätte früher schneller geschossen. Bums. War's das? Aufsteigen? Ja, gut. Okay, Sam. Was denkst du, hat der Stratege vor? Was will er von Midas? Wenn ich das wüsste. Aber du kannst darauf wetten, dass sie ihn ordentlich in die Zange nehmen. Das wird dieser Dreckskerl büßen. Und nicht so knapp. Keine Sorge, das wird er. Aber zuerst muss ich ihn lebend von der Insel bringen, damit ich ihn vor Gericht stellen kann. Wie willst du das anstellen? Mein Team kam mit Hubschraubern und die haben uns mit einem Drohnenschwarm erledigt. Hier kommt nichts rein oder raus. Ich habe einen Flieger, der jederzeit abheben könnte. Ich werde rausfinden, wie er an den Drohnen vorbeikommt. Jedes Schloss kann geknackt werden. Also der Stratege hat Midas, aber alleine komme ich nicht an ihn ran. Hilf mir, ihn zu schnappen, und ich verspreche dir, dass er uns zu deinem Mann führt. Als Partner? Wieso nicht? In Bolivien hat's auch geklappt. Gut. Ich weiß, wo wir neue Informationen herbekommen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Also musst du erst einmal ein paar neue Tricks lernen. Echelon-Tricks. Wenn du soweit bist, komm zum Treffpunkt. Dann legen wir los. Ich kann alle Tricks bereits. Ja, das war jedenfalls die erste Mission. Beziehungsweise eigentlich die zweite. In der zweiten Episode. Und unsere Teamkameraden haben auch ordentlich was dazugelernt. Prima. Und ja, ich hoffe, dir hat's gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.